Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Heute jogge ich wieder. Und wo ich hier rumlaufe und was ich dabei tue, das sehe ich euch gleich nach dem Intro. Ich bin wieder zurück in der Heimat. Nicht mehr in Potsdam, sondern zurück in der Heimat im Taunus. Bin da gestern angekommen, gestern Abend. Und habe jetzt wieder das Bedürfnis, ein bisschen laufen zu gehen, weil in Sanssouci hat es eigentlich ganz gut geklappt. War eine gute Sache, deswegen laufe ich heute wieder. Aber es ist saukalt. Wind wie die Sau und saukalt. Ich habe leider meine Handschuhe vergessen, dummerweise. Jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie hier jetzt auf die Reihe kriege. 40, 50 Minuten laufen sollte schon mindestens sein. Aber ist echt, da läuft die Nase voll am Jammern. Die ganze Zeit nur am Jammern, weil es so kalt ist. Ja, krieg ich hin. Alles gut. Ich bin jetzt 25 Minuten unterwegs und scheint so, als würde sich die Erde echt schnell drehen gerade. So ein Fahrtwind hier. Boah. Verdammte Hacke. Es ist auch immer noch saukalt. Mir frieren die Händchen ein. Katastrophe. Ich versuche es ja immer hier so einzugraben, wenn ich laufe. Aber es ist gerade echt nicht schön. Die Nase und das Gesicht insgesamt fällt mir auch gleich runter. So ein Scheiß. Aber wie gesagt, 25 Minuten habe ich schon. 15 Minuten geht noch. Mindestens. Und dann sehen wir weiter. Boah. Halt doch mal die Erde an. Muss gerade nicht sein. Nun bin ich knapp 50 Minuten unterwegs, etwas drüber. Und heute war es besonders anstrengend, fand ich, weil ich noch gegen die Witterung ankämpfen musste. Gerade ist ein bisschen windstill. Aber es hat eben sonst geblasen, die ganze Zeit. Und es ist halt saukalt. Oh. Naja, in ungefähr 300 Meter bin ich daheim und kann mich auf die Couch schmeißen. Erstmal unter die Dusche und dann auf die Couch. Oh. Reicht für heute. Alles cool, aber war sau anstrengend. An der Stelle sage ich immer Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal beim Sportblog. Dann gucken wir mal, was ich da mache.